Yo Leute, was geht? Heute bin ich mal wieder in GTA 5 und ja, es schneit, Leute. Darauf haben wir doch alle gewartet. Und ja, heute ist Heiligabend. Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten und dann wollte ich euch jetzt auch nochmal die neuen Sachen zeigen, die heute noch gekommen sind. Also, für die Leute, die immer noch nicht wissen, wie man Schneebälle aufsammelt und werfen, ja, werfen ist eigentlich logisch, aber wie man Schneebälle aufsammelt, ihr müsst die Pfeiltaste nach links drücken. Und dann sammelt ihr die auf. Ihr könnt höchstens 9 haben. Wir machen das jetzt nochmal. So, 9 Stück habe ich jetzt. Mehr könnt ihr nicht aufsammeln. Dann könnt ihr halt ein bisschen werfen. So, ja, dann kommen wir mal zu den neuen Sachen. Wie gesagt, wie immer, jedes Jahr der Silvester-Raketenwerfer. Ja, 2020 Schuss. Ist ganz in Ordnung. Und ja, dann wollen wir uns mal die neuen Masken anschauen. Sind gar keine neuen dazugekommen, ne? Ich glaube, bei Tiere müsste was dazugekommen sein, sonst weiß ich eigentlich auch nicht. Nee, anscheinend nicht, weil dieser neue Modus, wie hieß er? Schlitzer gegen Bestie ist, glaube ich, dazugekommen. Und ich glaube, da kriegt man die Bestienmaske. So, ihr seht, ich habe hier den Helm auf dem Weihnachtsmann drauf. Das ist keine Maske, das ist ein Glitch. Ich tue euch jetzt gerne den Link in die Beschreibung zu dem Glitch. Da habe ich gestern mal ein Video hochgeladen zu. Und wenn ihr das auch machen wollt, ihr könnt halt einen Helm auf alles draufsetzen. So, und dann wollen wir uns nochmal das neue Car im Internet anschauen. Ein Muscle Car. So ein kleines Weihnachtsgeschenk von Rockstar. Ist jetzt nicht so meins, also kaufen werde ich es mir nicht. Ist halt, Delikatess-Tamper ist das halt, der Delikatess-Tamper. Ich weiß auch nicht, ja, von hinten sieht er ganz cool aus, aber von vorne auch, von der Seite ist es jetzt, ich weiß nicht, ob man das Dach aufmachen kann, ich glaube nicht, das ist, ja, vielleicht kann man es hier im Los Santos Customs wegmachen, das Dach. Antrieb ist hinten, 1, also eine Tonne, 1,1, gut, Geschwindigkeit 241, ist gar nicht so schlecht, ja, und eigentlich sonst haben wir nichts dazu bekommen, aber letztens halt die Weihnachtshupen. Ich denke, die müsste eigentlich schon jeder von euch kennen. Ach, zum Glück habe ich den Helm auf. Ja, und wie gesagt, wenn ihr jetzt irgendein Motorrad habt, ihr hört es. Es klingt. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört. Ich glaube nicht, aber wenn ihr halt immer so macht, dann hört man Glocken. Oder wenn ihr auch fahrt. Ja, und ich würde sagen, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Der Schnee ist ganz cool. Ach, jetzt sage ich noch, wie lange der Schnee bleibt. Das ist auch wieder so eine Sache, weil viele freuen sich ja echt auf das Jahr mit dem Schnee in GTA. Und da habe ich mich auch echt so lange drauf gefreut. Und letztes Jahr konnte ich leider nicht GTA spielen um die Schnee, also um die Weihnachtszeit. Da hatte ich nämlich anderes zu tun. Und da habe ich, also ich habe schon seit zwei Jahren keinen Schnee mehr in GTA gehabt. So, und jetzt wollen wir mal gucken, wie lange der Schnee denn bleibt. Also der Schnee bleibt einschließlich von Rockstar bis zum, hier, vom 24. natürlich von heute, bis zum, angeblich 27. bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag, dann soll der Schnee weggehen. Ich weiß auch nicht, warum Rockstar eine Pause dazwischen macht, aber zumindest kommt er dann noch einmal wieder zu zwischen Silvester, also Neujahr, also kommt am 31. glaube ich. Bis zum 1. kommt dann auch nochmal der ganze Schnee. Und ja, dann habe ich noch eine ganz schlechte Nachricht. Ich werde jetzt hier gleich mal ein Bild einblenden. Also Rockstar hat damals, als GTA neu kam, ein Waffenbild, also so eine Waffenpalette, sage ich jetzt mal, gemacht. Das ist ein Bild, das werdet ihr jetzt hier sehen, hier oben links. Da sind alle GTA-Waffen drauf. So. Und wir haben alle, bisher haben wir alle bekommen und deswegen denke ich auch, dass das von Rockstar ist, weil woher wollte derjenige wissen, der das, diese Waffenpalette vor 2-3 Jahren gemacht hat, dass ein Sprungmesser kommen wird, dass das kommen wird, dass da sind genau alle Waffen drauf, die wir bisher bekommen haben
Und uns fehlen jetzt nur noch zwei Waffen, die da drauf sind. Die haben wir noch nicht. Einmal so eine SKH und einmal sowas ähnliches wie eine Karabiner. So, und die Raygun kriegen wir sowieso nicht im Online-Modus, das ist klar, und den Elektroschocker auch nicht. So, das bedeutet also für uns, wir bekommen nie wieder eine Pistole. Und die Pistole, die wir bekommen haben, war unsere letzte Pistole. Also das war der Revolver, das war sozusagen das Pistolengeschenk von Rockstar. Also können wir nur noch eine, ja, SKH und noch eine andere, sowas ähnliches wie eine Karabiner erwarten. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, dann schreibt es in die Kommentare. Ich denke, Rockstar wird keine neuen Waffen hinzufügen, weil wie ihr schon bestimmt gesehen habt, wenn ihr jetzt treue GTA-Spieler seid, schon von der PlayStation 3 her, müsstet ihr auch die die Gusberg-Bleispritze haben, also die Thompson, in echt heißt die Thompson. Und die Gusberg-Bleispritze hat man vor, ich glaube, 2 Jahren am Valentinstag-Special bekommen. Und da gab es auch den Roosevelt dazu. Und ja, wenn die, und da habt ihr auch die Machete bekommen und alles, und wenn ihr das wirklich alles habt, dann fehlen euch wirklich nur noch 2 Waffenplätze in Ammonation. Und die 2 Waffenplätze sind wirklich nur noch für 2 Waffen da. Das bedeutet also für uns, wir bekommen nie wieder eine Pistole, nie wieder einen Nahkampfgegenstand und ja, nie wieder, keine Ahnung, Wurfgeschosse oder explosives Zeug. Wir bekommen wirklich nur noch 2 Waffen, eine MP und eine, weiß ich nicht, ob es eine MG ist. Also ja, falls es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, statt auch der, ja, wegen der traurigen Nachricht, aber ja, ist jetzt nicht so schlimm, aber jetzt wisst ihr halt, wir bekommen halt nur noch 2 Waffen. Und ja, dann wünsche ich euch noch frohe Weihnachten, ja, einen fleißigen Weihnachtsmann und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.